Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den heutigen Wrestling News. Auch heute habe ich wieder sehr feine Sachen, aber auch sehr viel rund um Scheiße und um Probleme und um Verletzungen. Also irgendwie hat sich das jetzt hier so ein bisschen angestaut. Wir starten aber erstmal durch mit einem kleinen Update zu Rey Mysterio, beziehungsweise eher einen Nachtrag. Denn bevor Rey Mysterio US-Champion geworden ist, gab es mal so ein kleines Segment auch in dem Match mit Santos Escobar und Rey Mysterio, wo Rey quasi so ein bisschen zusammengebrochen ist im Ring und sowas, und da hat man dann irgendwie, ja, da hat sich wohl verletzt oder nicht verletzt und so. Jetzt wurde aber bestätigt, jo, der hat so eine kleine Gehirnerschütterung einfach. Ist jetzt nichts weiter Wildes, weil wir wissen ja, ne, ihm geht's ja gut, ist ja alles schön, aber trotzdem wurde das jetzt nochmal fix gemacht. Dann kommen wir zu den Tate-Twins. Und nein, ich meine nicht Andrew Tate und Tristan Tate, sondern das sind die Boys von Dalton Castle. Die haben nämlich jetzt bei All Elite, beziehungsweise jetzt bei Ring of Honor, haben sie einen neuen Vertrag unterschrieben. Das ist schon mal sehr gut, weil wenn die Boys bleiben, dann ist ja die Chance auch recht hoch, dass Dalton Castle bleibt. Und dann läuft ja auch der ganze Laden. Also die sind dann auch fest unter Vertrag bei All Elite Wrestling. Dann ist vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen, dass der gute Rey Fénix nicht bei All In mit dabei war. Das lag daran, dass der ein paar Probleme hatte, das Einreisevisum zu bekommen oder Ausreisevisum von Amerika und so. Es gab auf jeden Fall Reiseprobleme mit ihm und deswegen wurde der kurzfristig noch aus diesem Match rausgenommen. Wer auch kurzfristig hätte fast aus jeglichen Shows genommen werden würden können, und das ist eine ziemlich beschissene Story, ist Cash Wheeler von FTR. Denn der war kurz vorm All-In-Pay-Per-View, wurde der festgenommen, weil er jemanden mit einer Schusswaffe bedroht hat. Was natürlich schon meine absolut kranke Story ist. Was ist da genau passiert? Hat sich zugetragen im Straßenverkehr sogar eigentlich. Soll wohl irgendwie, ne, man hat sich irgendwie ins Gehege, kam man sich irgendwie und dann gab es halt ein bisschen Stress. Und Cash Wheeler, also das ist Polizeibericht und Aussagen von dem vermeintlichen Opfer, sagen wir mal, dass Cash Wheeler quasi ihn rechts überholt hat und ihn einfach aus dem Auto raus, schön bei der Fahrt, erstmal schön der Knarre ins Gesicht gehalten hat, ne? Man weiß doch nicht genau, was da jetzt irgendwie so genauestens vorgefallen ist, aber auf jeden Fall hat er ihn mit einer Waffe bedroht, zwar während der Fahrt, aber das ist schon beschissen. Was ist da los mit dem Team einfach? Ist der Typ, um den es natürlich ging, hat das Ganze natürlich der Polizei gemeldet, hat noch ein Foto von dem Auto gemacht und so weiter, deswegen konnte er auch identifiziert werden. Und dann bei der Polizei hat dann das vermeintliche Opfer aus mehreren, ja, fast ähnlich aussehenden Leuten, konnte er auf jeden Fall Cash Wheeler definitiv dann auch als denjenigen überführen. Und so wurde der erstmal festgenommen. Wie das in Amerika ist, gibt es natürlich immer, du kommst aus dem Gefängnis frei mit so ein bisschen Cash. Das heißt, der konnte sich dann auch rauskaufen und so weiter. Aber es war dann halt auch noch die Frage, nehmen sie ihm aufgrund dieses Vorfalls auch den Pass ab, sodass er nicht ausreisen darf, was ja für All In eine ziemlich beschissene Situation gewesen wäre, weil dann hätten wir das FTR gegen Young Bucks Match nicht bekommen. Aber soweit ist es dann doch nicht gekommen. Aber ist auf jeden Fall erstmal eine ziemlich krasse Geschichte hier und ist auch ein bisschen eigenartig. MJF hat sich offiziell öffentlich dazu noch geäußert und hat gesagt, jo, hier, jeder macht ein paar Fehler und so, ne, chillt mal ein bisschen. Auch da gab es ein bisschen Kritik für MJF, dass das halt einfach eigentlich eine Sache ist, das geht nicht, das macht man nicht. Also kann man sich sicherlich streiten, aber das ist nicht mein Job, hier Partei zu ergreifen. Was mein Job ist, ist euch das nächste Match für Unlimited Wrestling New Dawn anzukündigen. Am 16.09. nächste Woche Samstag schon, ist bei uns in Thale wieder richtig ein Kracher-Ding am Start. Und zwar wird Crowchester gegen Krampus antreten, Freunde. Der Krampus ist wieder dabei
und haut endlich die Krähe auf die Fresse. Das macht immer Spaß, kann ich euch nur aus Erfahrung sagen. Deswegen, ja, kommt vorbei. Auch das Rumble-Match ist natürlich wieder am Start und viele, viele wunderbare, weitere, schöne Sachen, die ich teilweise euch spoilern werde und teilweise noch nicht spoilern werde. Deswegen kommt da vorbei, holt euch die letzten Tickets. Wir haben nicht mehr so viele, wir sind jetzt unter 100 Tickets gefallen, also da ist nicht mehr viel Möglichkeit. Also kommt da noch vorbei, wrestlingtickets.de. Ist da eure Anlaufstelle. Dann zum Superstar Spectacle in Indien. Das ist heute oder heute gewesen. Ich komme mit der Zeitverschiebung nicht klar. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist da heute das Superstar Spectacle. Ist in Indien. Also eine, ja, erst wurde es angekündigt als so ein größeres Live-Event und so. Weil halt auch John Cena mit am Start sind, Seth Rollins und so, also viele Leute, Drew McIntyre und so, große, große Wrestlernamen, sage ich jetzt mal, wurden dafür angekündigt, gerade weil halt Cena mit dabei ist, hat man halt irgendwie gedacht, okay, ist das vielleicht so ein Pay-Per-View, wird das eine große Sache, ist das so ein Ding, aber das Teil, weil mich auch schon einige angeschrieben haben, wird nicht als Pay-Per-View oder Premium-Live-Event vermarktet, es ist einfach eine fucking House-Show, das war's halt auch. Also eine etwas größere Ausschau, weil Cena mit dabei ist, aber das war's dann halt. Also das wird nicht auf dem Network ausgestrahlt, nicht auf Peacock, nicht sonst irgendwo ausgestrahlt. Das ist alles nur für die Leute da vor Ort. Deswegen theoretisch muss uns das jetzt nicht großartig interessieren. Da wird jetzt auch nichts Großartiges passieren. Das ist genauso wie das Live-Event, was in Deutschland ist. Da ja, ist nett, aber da passiert meistens auch nicht so viel Krasses. Was aber krass ist, ist Jim Ross, der hat nämlich bestätigt, dass er wieder krebsfrei ist. Der hatte ja in seinem Schienbein, hatte er da so ein paar Krebssachen, Krebszellen, wie sagt man dazu? Teile von Krebs. Das ist scheiße. Und hat auch alles mögliche an Behandlungen bekommen und so weiter. Und jetzt hat er auch das Ganze bestätigt, dass das jetzt also raus ist alles, soweit behandelt und alles ist schön. Das heißt, das läuft auch für ihn wieder gut. Wie gesagt, ich habe heute ein paar Verletzungsgeschichten. Dann geht's weiter mit Kevin Nash. Der hat ja auch schon seit ewigen Zeiten Nackenprobleme. Und das auch schon sehr, sehr stark, ging auch über die Schultern und so weiter, hat jetzt bestätigt, dass er wahrscheinlich operiert werden muss, hat auch eine Stammzellenbehandlung bekommen, das hat die Schmerzen in den Schultern auf jeden Fall gut in den Griff gekriegt, aber trotzdem ist das immer noch alles da kaputt bei ihm und so, da muss eigentlich auch einiges gemacht werden, läuft also auch nicht so gut. Dann der gute Jonathan Gresham, der ist auch aktuell verletzt, der hatte sich eine Leistenzerrung zugezogen, indem er aus dem Ring gefallen ist. Halt eigentlich auch eine ganz normale Sache. Er hat auch in einem Podcast bestätigt, das ist so ein Standardkram eigentlich, aus dem Seil gehen, durch das zweite und dritte Seil. Ist so ein Standardding, aber er hat sich irgendwie nicht abgestützt und ist halt einfach komplett auf den Rücken gefallen und dabei ist das irgendwie passiert. Also, ja, richtig dumm, aber die meisten Verletzungen passieren einfach bei Scheiße, das ist halt einfach so. Dann zu Conan, der AAA-Promoter, der hat nämlich bestätigt zu seinem Gesundheitszustand, was ja auch nicht gut war, denn der brauchte nämlich eine neue Niere und der hat gesagt, yo, ist auch immer noch so, also 10% funktioniert seine Niere nur noch und hat Dialyse den ganzen Tag gefühlt und wirklich auch Scheiße bei ihm, aber er hat wohl jetzt einen Spender gefunden, eine Spenderniere und das wird er dann demnächst jetzt auch alles so weit umgebaut, weil er auch gesagt hat, es könnte jederzeit vorbei sein einfach. Also das, was er aktuell hat, könnte jederzeit zum Tod führen. Deswegen muss man da wirklich vorsichtig sein und wenn da jetzt eine Spenderniere gefunden wurde, ist das natürlich eine sehr gute Sache. Gut, Freunde, soweit auf jeden Fall erstmal das News-Update für heute. Wie gesagt, checkt Unlimited Wrestling aus. Ich möchte euch auf jeden Fall alle dabei haben. Deswegen gibt es mit dem Gutscheincode Martin auch 10% Rabatt auf die Unlimited-Tickets. Also auschecken und dann sehen wir uns im nächsten Video, in den nächsten News. Die werden am Montag sein. Es ist kein Pay-Per-View am Wochenende, zumindest kein All Elite WWE Pay-Per-View. Das ist schon mal eine feine Sache. Und dann wünsche ich euch noch was. Macht nicht mehr Sonne. Kuss geht raus und ciao.